کنفرانس بین المللی در برلین با حضور مریم رجوی به مناسبت روز جهانی زن. برای بردباری و برابری علیه بنیادگرایی و زن ستیزی. 7 مارس 2015، 16 اسفند 1393. شخصیت‌های برجسته سیاسی و اجتماعی و مبارزان جنبش برابری و حقوق زنان از 5 قاره جهان. کیم کمپبل و ایویتا رادیکووا، نخست وزیران پیشین کانادا و اسلوواکی. ریتا زوسموت، رئیس پیشین پارلمان آلمان. زابین لویت هویسر اشنارنبرگر و ماریا کاندیدا آلمیدا، وزیران سابق دادگستری آلمان و پرتغال. هیئت‌های شهرداران و منتخبان برلین و قانونگذاران فدرال و ایالتی آلمان. هیئت زنان قانونگذار از کشورهای اروپایی، اعضای مجمع پارلمانی شورای اروپا. لیندا چاوز، فرانسیس تانزند، مشاوران پیشین کاخ سفید و شهردار رودی جولیانی. برنارد کوشنر، جولیو ماریا ترپسی، مایا پانجیکیتزه، وزیران خارجه پیشین فرانسه، ایتالیا و گرجستان. هیئت زنان اپوزیسیون سوریه. زنان قانونگذار از پارلمان‌های کشورهای عربی. هیئت زنان هند و شرق آسیا. گونتر فرهوگن، معاون پیشین کمیسیون اروپا. هورست تلچیک، مشاور صدر اعظم هلموت کول، رئیس وقت کنفرانس امنیتی مونیخ. اوتو برنهارد، عضو هیئت رئیسه بنیاد کنراد آدنائر، رئیس کمیته آلمانی همبستگی با ایران آزاد. اسقف ولفگانگ هوبر از کلیسای پروتستان آلمان. دکتر آلخو ویدال کوادراس، رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت. ریچارد چارنسکی، نایب رئیس پارلمان اروپا. استرون استیونسون، رئیس بنیاد اروپایی آزادی عراق. هیئت‌های نمایندگی جوانان و دانشجویان از لهستان، جمهوری چک و اسلوواکی. مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران و نمایندگان 46 انجمن زنان ایرانی از سراسر جهان.
به مناسبت روز جهانی زن به شما شرکت کنندگان عزیز، به زنان شجاع ایران و به ویژه زنان معلم که در شهرهای مختلف شاهد تظاهرات آنها هستیم و به زنان قهرمان اشرفی و همه رزمندگان آزادی در زندان لیبرتی. Ladies and gentlemen, dear friends, my name is Sarvi Chitsas and I'm the chair of the Women's Committee of the National Council of Resistance of Iran. I'm humbled and honored that this year the Conference for International Women's Day is held in Berlin. We are also delighted and honored to have Mrs. Maryam Rajavi, the President-elect of the National Council of Resistance, with us today. I would like to thank all the organizers of this great conference, all my sisters and women associations who actively participated in coordinating this event, and would also like to thank them for giving me this opportunity to welcome you. We are all aware of the serious threat fundamentalism poses to women and equality movement. We are also aware that achieving equality requires rejecting Islamic fundamentalism and a political change. We need a different approach to crisis in the Middle East and a correct policy from democratic countries. This is a joint struggle which needs the efforts of all freedom-loving people and democracy advocates, men and women, around the world. I am very pleased that this year, alongside our very dear friends and prominent female figures, we have the support of the men who are actively challenging fundamentalism and advocate a right policy by their government in Europe and the United States. We are honored to have such a distinguished guests and figures from many countries around the world. And I think we have representatives from 5 continents. We welcome members of the parliament, members of the city councils, our dear sisters from Arab world, and all Iranian women associations who are present in this conference or supported this conference. Now I ask Mrs. Linda Chavez, former head of the public relations in the White House, to be the master of ceremony. I wish each and everyone a happy Women's International Day. Thank you very much. Thank you, Sarvi. Thank you very much. May I just add to Sarvi's welcome my own welcome to all of you. This is an incredible crowd of people that I see here. All of you here to celebrate tolerance and equal rights and to oppose fundamentalism and extremism. It is an extremely important task we have today because our voices must be heard. They must be heard not only in this hall, but throughout the world. I want to thank Madam Rajavi for the great leadership that she gives to the National Council of Resistance of Iran. I want to thank each and every one of you for being here today. Many dignitaries representing current and past governments and representing human rights organizations. Without further ado, I want to call up and welcome the next introducer who will welcome to you the delegation from Germany. Liebe Frau
Gefangene, liebe Unfreie in Camp Liberty, wir sind bei euch. Wir denken an alle im Iran, Frauen wie Männer. Aber was ganz wichtig ist, Sie haben eben eine Rede gehört von einer Menschenrechtlerin, die seit 1972 für Menschenrechte im Iran und in der Welt kämpft, wenn das keine Ermutigung ist. Sie haben sie jetzt gehört und ich hoffe, aus allen Köpfen verschwindet die Vorstellung, dass sie das ist, wozu sie der Geheimdienst des Irans zu machen versucht. Sie ist eine der Kämpferinnen für nicht nur für uns Frauen, sondern für Frieden, Freiheit und Menschenrechte in der Welt. Dafür, liebe Frau Javdavi, unser aller Dank. Es ist übernotwendig und dringlich, wie wir eben gehört haben. Wer in dieser Situation schweigt, macht sich mitverantwortlich am Unrecht, das geschieht. Deswegen sind wir alle aufgefordert, nicht nur für die Rechte der Frau, sondern für die Rechte der Menschen überall in der Welt zu kämpfen, die wirklich in größter Gefahr sind. Und es ist genau diese weltgeschichtliche Situation, die uns klar machen muss, es gibt kein Abwarten mehr, keine Beschwichtigung mehr, sondern den Einsatz aller für das, was wir in Freiheit in diesem Land leben. Ich danke der deutschen Delegation, ich danke allen, die hier verantwortlich gearbeitet haben, dass wir heute zu diesem Treffen in Berlin, mitten in Europa zusammenkommen. Und dazu ist schon vieles Wichtige gesagt. Mir geht es heute darum, dass wir begreifen, dass wir nicht zu Menschenrechten und der Verletzung von Menschenrechten schweigen können, um andere Ziele zu erreichen. Das ist Verrat an den Menschenrechten. Und diese Gefahr ist sehr groß. Wir wissen als Politikerinnen und Politiker, ja, auch demokratische Politik geht nicht ohne Kompromisse. Aber es gibt auch faule Kompromisse. Und davor müssen wir dringend warnen. Was ist der Preis, der möglicherweise bei Atomverhandlungen jetzt im Iran erreicht wird, für das, was Frau Rajavi eben beschworen hat? Ich weiß, dass wir viele Vorurteile haben und insbesondere seit 2013/14 wieder neue. Wir denken, der Islam ist eine gewalttätige Religion. Das ist eben mit kräftigen Worten und Überzeugungen zurückgewiesen worden. Und hier steht an, der Kampf für einen demokratischen Islam, für das, was die Menschen auch im ägyptischen Frühling, im Frühling des Vorderen Orients gewollt haben und nach wie vor wollen. Wir sollten sie nicht allein lassen in diesem Kampf. Es ist unbekannt, wofür Frau Rajavi, der Widerstandsrat, mit der Stärkung der Frauen, die auch von Männern inzwischen akzeptiert ist, eintritt. Und da möchte ich nochmal darauf drängen, dass es ihr um den demokratischen Islam, um die Anerkennung der Menschenrechte für alle Menschen geht, ausnahmslos. Dass es ihr darum geht, Trennung von Staat und Religion. Und dann möchte ich, solange ich hier noch stehe,
Sie bekannt machen mit dem jüngsten Buch, was in diesen Tagen anlässlich Ihres Kommens nach Berlin auch erschienen ist. Frauen gegen den Fundamentalismus, gegen Intoleranz und für Gleichstellung, Gleichberechtigung, für Aufklärung und Frieden. Ich möchte Sie aufrufen, dieses Buch, in dem Sie all das finden, was Sie eben gehört haben, auch die 10 wichtigen Punkte für Freiheit und Recht und Gerechtigkeit, für die Stärkung der Frau. Es ist zutreffend, dass der Fundamentalismus keine Achtung hat vor dem Menschen, dass der Frauenhass und die Frauenfeindlichkeit leitende Gesichtspunkte sind. Aber Frauen haben gezeigt, sie können stärker sein. Im Iran, in Südafrika, in großen Teilen der Welt. Und ich bin sicher, wenn Sie dies gelesen haben, sei es in deutscher oder englischer Sprache, werden Sie von dem Kampfgeist, den Sie heute gehört haben, täglich stärker werden und nicht sagen, ich kann nichts machen. Menschen sind nicht ohnmächtig, sondern sie sind fähig, eine bessere Welt zu schaffen, wenn auch kein Paradies. Ich danke Ihnen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen in Berlin-Pankow. Und diejenigen, die sich für einen atomwaffenfreien Iran einsetzen, müssen unterstützt werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Verlauf dieser heutigen Veranstaltung. Vielen Dank. Auch ich möchte Sie alle ganz recht herzlich begrüßen, Grüße ausrichten aus Tempelhof-Schöneberg. In Tempelhof-Schöneberg bin ich Bezirksbürgermeisterin und über 800 Menschen mit iranischen Wurzeln leben in Tempelhof-Schöneberg. Darüber freue ich mich sehr. Wir sind ein sehr weltoffener Bezirk und wünschen uns natürlich, dass das in der ganzen Welt, also auch im Iran, so stattfinden könnte. 70% der iranischen Bevölkerung sind Jugendliche, Kinder, die heranwachsen, die in Freiheit heranwachsen sollen, ihre Meinung frei äußern können. Und wie Sie sich vorstellen können, insbesondere die Mädchen, die jungen Frauen, liegen mir sehr am Herzen, einen Tag vor dem Internationalen Frauentag. Wir haben heute schon bei uns im Bezirk Rosen verteilt an Frauen, um auf die Rechte aufmerksam zu machen. Und ich möchte dafür werben, darum kämpfen, dass überall in der Welt Männer und Frauen gleichberechtigt ihren Weg gehen können. In dem Sinne wünsche ich heute allen viel Erfolg. Liebe Freunde, als Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, als stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion dort freue ich mich ganz besonders, dass diese großartige Konferenz für Toleranz und Gleichstellung hier in Berlin stattfindet. Hier in dieser weltoffenen Stadt, die im vergangenen Jahr das große Glück einer Wiedervereinigung in Frieden und in Freiheit vor 25 Jahren gefeiert hat. Einer Stadt, die damit vielleicht auch ein Symbol sein kann für den friedlichen Kampf gegen ein Unrechtssystem, ein Kampf für Freiheit und für Demokratie. Mit Ihrer beeindruckenden Zusammenkunft heute, und so etwas sieht man wirklich selten, setzen Sie ein deutliches Zeichen für diese gemeinsamen Werte und gegen Islamismus und Terrorismus. Der nicht zuletzt von Iran ausgehende islamische Fundamentalismus ist eine gemeinsame Bedrohung, eine globale Herausforderung, und die Hinrichtungswelle unter dem sogenannten moderaten Präsident Rouhani zeigt das wahre Gesicht des heutigen Iran. Ich selbst als Person, meine Art zu leben, wäre in diesem von Mullahs regierten Land mit der Todesstrafe bedroht. Und darum stehe ich immer
und fest an ihrer Seite im Kampf um Freiheit und Demokratie, im Kampf für einen freien Iran. Wir alle gemeinsam treten deutlich ein gegen diese mittelalterliche Diktatur, die ihr eigenes Volk umbringt. Und wir treten ein für die demokratische iranische Opposition, für den Nationalen Widerstandsrat Iran und für das Programm ihrer Präsidentin, Frau Maryam Rajavi. Vielen Dank. Ihrer heutigen Veranstaltung und uns allen wünsche ich viel Erfolg. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Berliner Bundestagsabgeordneter und geborener Berliner heiße ich Sie ganz herzlich willkommen in Berlin. Ich freue mich, dass diese Veranstaltung heute hier stattfindet. Und wo könnte sie besser stattfinden? Wo könnte sie besser stattfinden, meine Damen und Herren, als hier in dieser Stadt? In dieser Stadt, wo wir gelernt haben, wie wichtig es ist, nach zwei Diktaturen im 20. Jahrhundert, wie wichtig es ist, in Freiheit zu leben, in Frieden, wie wichtig die Gleichheit aller Menschen ist, wie wichtig Toleranz ist, Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit. Und Sie werden mich immer an Ihrer Seite haben, wenn es darum geht, auch in anderen Ländern diese Prinzipien durchzusetzen und ganz besonders im Iran. Ich wünsche Ihnen heute einen guten Verlauf Ihrer Veranstaltung und alles, alles Gute. Machen Sie weiter so auf dem Weg für Demokratie in der ganzen Welt. Alles Gute. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, vielleicht darf ich zunächst einen Gruß an alle richten, die den Weg hierher aus Nordrhein-Westfalen gefunden haben. Als Abgeordneter im Deutschen Bundestag für die Stadt Aachen freue ich mich sehr, dass viele den Weg hierher gefunden haben. Ich bin nicht nur Abgeordneter, ich bin auch Arzt und ich kann sprechen für die Gewerkschaft der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland, den Marburger Bund. Und uns erreichen Nachrichten über die medizinische Versorgung in Camp Liberty. Und als Arzt sind diese Nachrichten beklemmend und erschreckend. Wir haben gelobt, dass wir keinen Unterschied machen in der Behandlung von Patienten, ob sie unter einer Behinderung leiden, wessen Geschlechtes sie sind, welcher Religion sie angehören, wie ihre Nationalität ist, wie ihre ethnische Herkunft ist, welcher Partei sie zugehören oder welche soziale Stellung sie haben. Und es ist ein Anschlag auf die Gesundheit von Menschen, wenn ihnen, weil sie Flüchtlinge sind, weil sie in einem Camp leben, notwendige medizinische Versorgung vorenthalten wird, die sonst in dem Land zu erhalten ist. Und deswegen möchte ich schließen mit einem Aufruf dazu, sorgen diejenigen, die es können, dafür, dass auch die, die im Camp Liberty leben, eine medizinische Versorgung auf dem Niveau bekommen, wie es sonst im Iran möglich ist. Ich danke Ihnen. Sehr geehrte Ehrengäste aus dem In- und Ausland, sehr geehrte Frau Rajavi, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wer Frauen stärkt, der stärkt die Welt. Das ist das Motto, mit dem die UN Women, das Institut für Frauenrechte und Gleichstellung der Vereinten Nationen, derzeit für den sogenannten Peking-Plus-2-Prozess wirbt. Denn vor 20 Jahren gelang der Welt auf der 4. UN-Frauenkonferenz ein meisterliches Dokument. Die Pekinger Aktionsplattform, ein umfassender Maßnahmenkatalog, der endlich auch Frauen die vollen Menschenrechte garantieren sollte. Doch wenn am Montag bei den Vereinten Nationen in New York die UN-Frauenrechtskommission ihre Bilanzkonferenz Peking Plus 20 eröffnet,
wird rasch klar werden. Vielerorts werden die Menschenrechte von Frauen nach wie vor mit Füßen getreten. Auch im Iran, wie wir immer wieder aus den Medien hören und sehen. Es sind schreckliche Berichte, die uns von dort erreichen, die die Frauen selbst betreffen. Säureangriffe wegen unislamischer Kleidung, Steinigungen wegen Ehebruch, Todesstrafe für die Opfer von Vergewaltigung. Im Alltag, vor Gericht, in der Politik, in Erbschaftsfragen werden Frauen diskriminiert. Ihre persönlichen Freiheiten, wie zum Beispiel die Kleiderwahl, werden massiv eingeschränkt. Wir erleben aber auch immer wieder mutige Frauen, die ihren Kampf für Freiheit und Menschenrechte im Iran nicht aufgeben. Wie die Großveranstaltung hier und heute zeigt, die im Widerstand gegen das autoritäre Regime dabei sind. Gemeinsam mit Ihnen sind wir alle aufgefordert, immer wieder deutlich zu machen, es gibt keine Kultur und keine Religion, die die Diskriminierung und Verfolgung von Frauen zum Recht erklären darf. Solchen Interpretationen männlicher Autokraten müssen wir entschieden entgegentreten, wo immer sie uns begegnen, im Iran und wo auch immer in der Welt, auch hier. Frauenrechte sind Menschenrechte. Dass aus diesem eigentlich selbstverständlichen Postulat gesellschaftliche Realität wird, dafür engagiert sich der Deutsche Frauenrat, die größte frauenpolitische Interessenvertretung hier in Deutschland seit vielen Jahrzehnten. Sie dürfen uns im Kampf gegen eine Kultur des Frauenhasses an Ihrer Seite wissen. Wir wünschen Ihnen Mut, langen Atem und Erfolg. Denn wer Frauen stärkt, stärkt die Welt. Liebe Freundinnen und Freunde, vor 14 Jahren habe ich mutige Frauen und Männer aus dem Iran im Irak kennengelernt. Menschen, die tatsächlich Toleranz und Gleichstellung wollen, die für Freiheit im Iran kämpfen. Ich weiß, dass viele, die meine Freunde geworden sind, inzwischen umgebracht worden sind. Ich weiß, dass andere im sogenannten Camp Liberty nahe Bagdad sitzen. Ich setze mich dafür ein, dass der Iran ein freies Land wird. Und beginnen muss es im Camp Liberty für meine Freunde. Meine Damen und Herren, ich überbringe Grüße aus den Reihen der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Es war uns wichtig, bei dieser Gelegenheit deutlich zu machen, dass auch uns die universalen Werte von Demokratie und Menschenrechten, die von Ihnen vertreten und verkörpert werden, hochgehalten werden müssen und in Erinnerung gerufen werden, gerade auch im Hinblick auf Ihr eigenes großartiges Land. Vielen Dank. Salam Iran. Salam Ashraf. Salam Liberty. Als Vorsitzender des deutschen Kommuniqués für einen freien Iran begrüße ich die gewählte Präsidentin des Nationalen Rates, Frau Radjavi, herzlich willkommen in Berlin. Seit 22 Jahren stehen Sie an der Spitze dieses Rates und haben sich durch harte Arbeit viel Vertrauen in vielen Ländern der Welt für Ihre Organisation und Ihre Ziele erworben. Mein Respekt vor dieser Arbeit. Ihre Bewegung
ist die größte organisierte Opposition des Irans. Das ist für alle die, die eine Veränderung der Verhältnisse im Iran wollen, eine ganz wichtige Tatsache, die wir alle bei unserer politischen Arbeit berücksichtigen sollten. Bis 1979 haben ihre Anhänger gegen den Schah gekämpft. Danach begann der Kampf gegen das Mullah-System. Sie persönlich und Ihre Organisation ist Staatsfeind Nummer eins für die Mullahs. Zehntausende Ihrer Anhänger hat man in Gefängnisse gebracht, gefoltert und hingerichtet. Aber das Ziel, diese Opposition auszuschalten, hat man nicht erreicht. Im Gegenteil, die Sympathien sind immer größer geworden. Ihre Präsidentin hat ein sehr überzeugendes Zehn-Punkte-Programm vorgelegt, was aus dem Iran werden soll, wenn die Mullahs endlich weggefegt sind. Dieses Zehn-Punkte-Programm ist für jeden Demokraten überzeugend. Ich will nur drei für uns besonders wichtige Punkte nennen. Erstens, Trennung von Staat und Kirche. Zweitens, Verwirklichung der Menschenrechte und drittens Pluralität und freie Wahlen. Lassen Sie uns, meine Damen und Herren, gemeinsam mit Ihrer Präsidentin weiterhin mit allem Nachdruck dafür kämpfen, dass die Menschenrechte im Iran verwirklicht werden. Dies ist eine tolle Aufgabe. Sie erfordert unser aller Einsatz. روزنامه آلمانی هانوفرشه آلگماینه، رئیس جمهوری که آخوندها از او میترسند. آنچه در حضور شگفت مریم رجوی در کنگره ایرانیان در تبعید تحت عنوان بردباری و برابری در آخر هفته در ولودروم برلین شگفت‌انگیز می‌نماید، فقط صرف حضور وی و حتی سخنرانیش و ارج‌گذاری شایسته‌ای که نثارش می‌شود نیست، بلکه در واقع سیاستمداران زن و مرد از آلمان و سایر نقاط جهان که در کنار پرزیدنت در تبعید ایران قرار می‌گیرند و از او و جنبشش حمایت می‌کنند قابل توجهند. مریم رجوی برای رژیم ترور آخوندهای حاکم بر تهران به عنوان دشمن شماره یک محسوب می‌شود. مقاومت علیه رژیم آخوندها از چند دهه پیش به نحو احسن سازماندهی شده و دارای شبکه ارتباطات خوبی است. این شورای ملی مقاومت ایران بود که در تابستان سال 2002 برای اولین بار عکس‌های تأسیسات اتمی در ایران را علنی کرد و بدین ترتیب یک سنگ عظیم الجثه را به دوران درآورد. مریم رجوی که در پاریس در تبعید به سر می‌برد، از مدت طولانی در پهنه سیاست آلمان یک حامی برجسته دارد. ریتا زوسموت، سیاستمدار دموکرات مسیحی و رئیس پیشین مجلس فدرال آلمان. هورست سلچیک، مشاور پیشین امنیتی صدر اعظم هلموت کول و رئیس پیشین کنفرانس امنیتی مونیخ، گرهارد بام، وزیر کشور پیشین از حزب لیبرال و گونتر فرهایگن، کمیسر اتحادیه اروپا نیز در ردیف حامیانش هستند. روز جهانی زن کار پرزیدنت در تبعید ایران را سهل‌تر کرد تا سخنرانیش را که به شدت مورد تشویق قرار گرفت بر روی آن متمرکز کند. او حکومت آخوندها که نزدیک به 40 سال ادامه دارد و سرکوب زنان را دو رکن بنیادگرایی اسلامی می نامد. او خواهان آزادی ادیان، یک اسلام شفاف و برابری زن و مرد است. برای او پاسخ بنیادگرایی مذهبی رد کردن مذهب نیست، بلکه بردباری است. از نظر حکام کنونی تهران، اینها دلایل کافی برای تهدید اوست. اما قبل از هر چیز، از آنجایی که او یک زن است،
آخوندهای شب پرست تاب تحمل وی را ندارند.